Herzlich willkommen bei Vineo. Mein Name ist Patrick Ovenhausen aus der Anwendungstechnik und ich zeige Ihnen heute die Verlegung unserer Vineo 1200 Semi-Rigid. Wir haben jetzt hier unsere Vineo 1200 Semi-Rigid und diese wird hergestellt aus unserem Hochleistungsverbundwerkstoff Ecoran. Was ist Ecoran? Ecoran ist ein sogenanntes Biopolyurethan. Wir stellen dies her aus Raps- oder Rizinusöl. Füllstoffe sind hier beispielsweise Kreide. Was ist das Besondere daran? Wir haben hier umlaufend eine V4-Fuge und wir haben es hier eben mit einem semirigiden Bodenbelag zu tun. Das heißt, wir haben eine starre Unterschicht und eine elastische Oberschicht. Und dadurch erreichen wir eben das Beste aus diesen typischen Kombinationen von einem typischen elastischen Bodenbelag zum Klicken und diesen rigiden Boden, die im Moment ja auch immer stärker werden. Welche Vorteile haben wir durch? Wir haben hier beispielsweise die sogenannte Telestop-Funktion. Das heißt, wir haben einen unebenen Untergrund und dadurch werden geringe Unebenheiten ausgeglichen. Sollten es größere sein, muss auch da der Untergrund entsprechend vorbereitet werden. Wir haben hier zusätzlich auch eine Feuchtraumeignung. Das heißt, Sie können das auch im Badezimmer bei sich zu Hause einsetzen. Näheres hierzu entnehmen Sie dann auch bitte der Verlegeranleitung. Wie das Ganze verlegt wird, zeige ich Ihnen jetzt. Für die Verlegung müssen wir natürlich einige Sachen beachten. Wir müssen entsprechend das Material, alles was wir benötigen, egal ob es der Belag ist oder die Unterlagsmatte, natürlich akklimatisieren. Dies sollte mindestens 24 Stunden vor der Verlegung in den zu verlegenden Räumen passieren. Der Untergrund, wie ich vor Eingang schon sagte, muss entsprechend vorbereitet sein. Hierzu finden Sie ein Video auf unserem Videoportal oder in unserem YouTube-Channel. Zu der Unterlagsmatte. Wir verwenden hier unsere Silent Rigid, dadurch, dass wir einen semirigiden Boden haben. Diese wird auch hergestellt aus dem Hochleistungsverbundwerkstoff Ecoran. Wichtig ist hierbei, sie ist druckstabil und sie ist nicht zu weich und ist ideal auf diesem Bodenbelag eingestellt. Und wir brauchen hier ganz, ganz wenig Werkzeug. Wir benötigen hier nur Bleistift, Zollstock und einen Winkel zum Anreißen der entsprechenden Elemente, eine Trapezklinge zum Schneiden der Elemente und zum Schließen der Kopfseitenverlegung genügt uns ein weißer Gummihammer. Und wir starten jetzt mit der Verlegung der Unterlagsmatte. Wir starten nun mit der Verlegung unserer Unterlagsmatte Silent Rigid. Diese wird im 90-Grad-Winkel zur Verlegerichtung verlegt. Das heißt, wir legen nachher unsere Elemente lang in diese Richtung. Deswegen rollen wir unsere Unterlagsmatte im 90-Grad-Winkel dazu aus. Die Stoßkanten der Unterlagsmatten sollten locker voreinander liegen und nicht stippen oder eine zu große Fuge bilden. Wir starten nun mit der Verlegung des Oberbelages in der linken Raumecke. Hierzu zeigen die Federseiten zur Wand. Wir arbeiten grundsätzlich mit 5 mm Randabstand zu allen aufgehenden Bauteilen, das heißt auch Heizungsrohre, Türen etc. Wir haben jetzt hier Abstandskreide, die wir schon auf die entsprechende Stärke eingestellt haben. Alternativ können Sie natürlich auch Reststücke des Belages nehmen, aber wir arbeiten hier jetzt mit den Abstandshaltern. So, das haben wir jetzt schon einmal ausgerichtet. Und wir legen jetzt nicht die erste komplette Reihe aus, sondern aufgrund unseres Verlegungssystems können wir jetzt hier schon mit einem gekürzten Panel in der zweiten Reihe beginnen. Zum Kürzen des Elements nehmen Sie jetzt Ihren Winkel, legen ihn an entsprechender Stelle an und dann können Sie mit der Trapezklinge die Oberseite anreißen, leichten Druck drauf geben und dann können Sie es ganz einfach brechen. Wir legen jetzt nun das gekürzte Panel in die zweite Reihe. Dafür legen wir es in die Längsseite ein, im 30-Grad-Winkel einwinkeln, natürlich unter Berücksichtigung von 5 mm Randabstand und legen es unter leichtem Druck locker wieder ab. Nun können wir mit einem ganzen Panel erneut in die zweite Reihe gehen, wiegeln das auch längsseitig ein, schieben es an die Kopfseite heran, einfach nur, dass es anstößt, nicht mit viel Druck. Riegeln das auch im 30-Grad-Winkel ein, legen es ab und dann können wir die Stirnseite mit dem weißen Gummihammer verriegeln. Wir können nun in die erste Reihe
auch wieder ein ganzes Element einlegen. Warum machen wir das Ganze? Viele kennen es vielleicht auch aus Laminatverlegung oder solche Sachen, dass man erst eine ganze Reihe auslegt. Hierbei kann es aber zu minimalen Überzahnungen kommen. Und hier haben wir nun einen exakten 90-Grad-Winkel. Und der Vorteil unseres Verlegungssystems eben, wir können von beiden Seiten arbeiten. Das heißt, wir können vorwärts und rückwärts legen. Dazu schaufeln wir jetzt mit dem Element hier drunter, schieben es auch ran, legen es auch unter leichtem Druck ab. Und können dann auch die Stirnseite mit dem weißen Gummihammer verriegeln. So können Sie nun Element für Element verlegen, im 30-Grad-Winkel einriegeln, an die Kopfseite ranfahren, leichten Druck abriegeln und die Stirnseite verriegeln. Wir haben jetzt hier innerhalb der letzten Reihe am letzten Element noch einen Wandvorsprung. Dafür passen wir jetzt erst einmal die Länge des letzten Elementes an. Dafür legen wir das Element 90 Grad gedreht, auch unter Berücksichtigung des Randabstandes von 5 mm an die Wand an, legen unseren Winkel bündig zu dem vorliegenden Panel an und dann können wir auch wieder die Oberfläche anreißen. Und das Element teilen. Schneiden des letzten Elements einer Reihe, nehmen wir das entsprechende Element, was wir einsetzen wollen, drehen das einmal um 180 Grad, so dass Nutseite an Nutseite zeigt. Dann können wir das hier bündig anlegen, natürlich unter Berücksichtigung des Randabstandes von 5 mm. Und dann können wir uns hier unser Panel markieren. Und dann können wir es entsprechend an diesem Schnitt, an diesem Strich entlang schneiden. Nachdem wir das Element nun geschnitten haben, drehen wir es wieder um 180 Grad und dann können wir es wie gewohnt längsseitig und kurzseitig verriegeln. Im 30 Grad Winkel an die Kopfseite ranfahren, leichten Druck nach unten und die Kopfseite mit dem weißen Gummihammer verriegeln. Wir beginnen nun die nächste Reihe mit dem Reststück aus der vorherigen Reihe. Wichtig ist hierbei, dass Sie am Mindestversatz von diesem Punkt zu diesem Punkt von 30 cm einhalten. Sie können hier auch ganz einfach wieder im 30-Grad-Winkel einwinkeln, leichten Druck nach unten geben und schon haben Sie das Element eingeriegelt. Und nun verlegen wir für Sie einmal die ganze Fläche. So schnell und einfach ist die Verlegung unserer Vineo 1200 Semi-Rigid. Jetzt müsst ihr natürlich noch alle Abstandshalter entfernen, dann könnt ihr auch schon die Sockelleisten montieren. Ein Video hierzu findet ihr in unserem Videoportal und ebenfalls zur Reinigung gibt es bereits ein Video. Solltet ihr Fragen hierzu haben, schreibt sie in die Kommentare. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns ein Like, einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch kein Video von uns verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.